MV Raute Metofoto, Imago, Pacific Press AG. Wenn Deutschland vor den Augen der Welt seine Schlüsselindustrien schrottet, Donald Trump Nonsense twittert und Frauen überall auf einmal, ich auch, rufen, die subjektiv 26 prägendsten Begriffe des vergangenen Jahres auf einen Blick. A wie AfD. Die Alternative für Deutschland ist formal eine Partei, viel eher aber eine Art Ventil, durch das Zischen der Unmut vieler Wähler entwichen ist über die stoische, weiter, so Politik der Kanzlerin und die Distanz der etablierten Politiker zu bestimmten, unangenehmen Themen. Seit diesem Jahr sitzt die seltsame, rechtsdrehende Verbindung aus diskursfähigen Konservativen, karrieregeilen Posern und Rechtsradikalen mit Nazi-Geschmack auch im Bundestag und fällt dabei bislang eher durch übertriebene Formbeflissenheit als durch revolutionäre Reden auf. Keiner schmettert die Nationalhymne lauter. Wohin die Truppe wirklich marschiert, wird sich wohl erst zeigen, wenn eine Bundesregierung zum dagegen opponieren gefunden ist. Bislang wird anscheinend alles von Alexander Gauland mit strammer Hundekrawatte zusammengehalten. Der starke Mann der Partei, der sich zum K.O.-Bundessprecher wählen ließ, um eine Spaltung zu verhindern, gab aber im Zweifelsfall immer dem rechten Flügel Vorfahrt, wovon Bernd Lucke, schon vergessen, und Frauke Petri ein vielstrophiges Lied singen können. B. wie Brexit. Aus der Wiener Staatsoper wird von einem Besucher berichtet, der einmal vor lauter Begeisterung übers ganz hohe C versehentlich aus der Logge ins Parkett stürzte. Um nicht zugeben zu müssen, dass das eine peinliche Dummheit war, soll er das schmerzhafte Manöver mehrmals absichtlich wiederholt haben. Diese Farce wiederholt sich nun als Tragödie namens Brexit, als vermutlich größter politischer Fehler, seit die Trojaner das komische Pferd in ihre Stadt geholt haben. Die faszinierende Parallele zur Staatsoper besteht nicht darin, dass eine Koalition aus gewissenlosen, populistischen Lügnern wie Boris Johnson das Plebiszit gekapert hat, sondern darin, dass sich niemand findet, der nun im Vollbesitz aller einschlägigen Tatsachen und Kostenrechnungen deutlich sagt, dass mal Schluss sein muss mit dem Irrsinn, bevor es zu spät ist und Britannia nichts mehr beherrschen kann außer den Wellen des Nordatlantiks innerhalb der 12-Meilen-Zone. Theresa May hat ihren Platz unter den großen, tragischen Figuren der Historie schon jetzt sicher, so oder so. C. wie Koffer. US-Präsident Donald Trump twittert entfesselt an allen Mitarbeitern, Ärzten und Rechtsanwälten vorbei, was ihm gerade so durch die Birne flitzt, das ist ein bewährtes Erfolgsrezept, mit dem er zumindest die hartnäckigen Follower seiner Regentschaft bei der Stange hält. Aber was sollte jetzt das bietete konstant negative Presskoffer bedeuten? Geheimdienste aller Länder, die USA eingeschlossen, fuhren am 31. Mai ihre Supercomputer hoch, um Licht in die Sache zu bringen. Hat der Typ sein Handy beim Datteln aus Versehen auf Aramäisch umgestellt? Kann man mit diesem Code die verdammten Atomraketen entsichern? Ergebnisse sind bislang nicht bekannt geworden. Das legt den Verdacht nahe, dass es keine gibt. So steht Koffer erratisch für einen Präsidenten, der das, was er tut, stets für richtig und absolute Lei kreat hält.